Herzlich willkommen bei Melanie Wenzel. Heute zeige ich euch, wie man einen Kurkuma-Entgiftungsdrink selber macht. Kurkuma ist nämlich ein wahrer Tausendsasser unter den Heilkräutern. Es stärkt das Immunsystem und den Verdauungstrakt. Es fängt freie Radikale, es senkt den Cholesterinspiegel und lindert Arthrose. Was ihr außer Kurkuma alles für das Rezept braucht, findet ihr hier auf dem Rezept oder auf meiner Webseite unter www.melanie-wenzel.com. Als erstes stellen wir die Kurkuma-Paste her. Dazu kommt das Kurkuma-Pulver in einen Topf und das Wasser kommt dazu. Und das Ganze wird erhitzt, einmal ganz kurz eingekocht, bis das Ganze eine zähflüssige Masse ist. Es geht wirklich sehr schnell. Schon sieht das Ganze nämlich ganz fest aus. Die Paste füllt ihr jetzt in ein Schraubglas ab und gekühlt hält die auf jeden Fall 2 Wochen. Dann brauchen wir jetzt 1 Teelöffel unserer frisch zubereiteten Kurkuma-Paste und alle anderen Zutaten. Der Ingwer, der Agavendicksaft, das Kokosöl und ich habe jetzt mal eine Cashewmilch genommen. Und natürlich nicht zu vergessen die Prise frischer Pfeffer. Das ist wichtig, damit die Wirkstoffe des Kurkumas auch vom Körper aufgenommen werden können. Und dann kräftig mixen. Fertig ist unser Kurkuma-Drink. So sieht er aus. Ich empfehle immer gerne eine kurmäßige Anwendung. Das heißt, man sollte über 3 bis 4 Wochen einmal täglich den Drink trinken. Und zwar morgens auf nüchternen Magen. Dann hat er die allerbeste Wirkung.